Das Anbieterwechselformular ausfüllen. Herzlich willkommen zu unserem Hilfevideo. Sie sehen gleich, wie Sie Ihr Formular zum Anbieterwechsel richtig ausfüllen. Damit beauftragen Sie auch die Rufnummernmitnahme. Übertragen Sie bitte Ihre Angaben 1:1 aus dem Vertrag mit Ihrem jetzigen Anbieter. Nur so akzeptiert er das Formular. Unsere Tipps? Läuft Ihre Rechnung auf Ihren eigenen Namen? Nehmen Sie am besten eine aktuelle Rechnung zur Hand. Schreiben Sie mit einem dunkelfarbigen Stift und in Druckbuchstaben. Den Namen Ihres jetzigen Anbieters tragen Sie immer in das erste Feld ein. Als nächstes fügen Sie die Daten des Anschlussinhabers ein. Gibt es bei Ihnen mehrere? Dann tragen Sie auch alle in die Felder Name, Firma und Vorname ein. Wer Inhaber aller Ihrer Anschlüsse ist, sagt Ihnen Ihr jetziger Anbieter. Oder Sie sehen es auf Ihrer Rechnung. Verwenden Sie bei der Adressangabe dieselbe Anschrift wie im Vertrag mit Ihrem jetzigen Anbieter. Sollen alle Rufnummern übertragen werden, kreuzen Sie bitte das Feld Alle Nummern der Anschlüsse portieren an. Tragen Sie noch mindestens eine Ihrer Rufnummern ein. Wollen Sie nur bestimmte Rufnummern übertragen, lassen Sie das Feld frei. Unter Ortsnetzkennzahl tragen Sie die Vorwahl Ihres Wohnortes ein. Für München wäre das zum Beispiel 089. In die Felder Rufnummern tragen Sie dann die Rufnummern ein, die Sie übertragen wollen. Alle anderen werden automatisch gekündigt. Die übrigen Felder lassen Sie einfach leer. Danach nur noch den Ort und das Datum eintragen. Alle Anschlussinhaber müssen das Formular unterschreiben. Sind Sie Geschäftskunde, versehen Sie bitte das Formular mit Ihrem Firmenstempel. Den unteren Teil des Formulars füllt Ihr jetziger Anbieter aus. Bitte lassen Sie diese Felder leer. Die wichtigsten Punkte nochmal im Überblick. Geben Sie den richtigen Namen Ihres jetzigen Anbieters an. Geben Sie die Namen aller Anschlussinhaber an. Jeder Anschlussinhaber muss unterschreiben. Jetzt noch das Formular zuschicken. Fertig. Sobald Ihr Anschluss installiert wurde, leiten wir das Formular an Ihren jetzigen Anbieter weiter. Mehr Infos zur Rufnummernmitnahme finden Sie unter vodafone.de/Rufnummernmitnahme.